Evonik News. Die Nachrichten der Woche mit Sascha Görg und Nadine Alba. Du, Nadine, sag mal, in dem Haus, in dem ihr wohnt, wurde da eigentlich schon mal die Fassade angestrichen? Ja, tatsächlich. Und wir haben auch wirklich lange überlegt, welche Farbe es denn werden soll. Und dann waren wir echt froh, dass es beim Streichen nicht geregnet hat. Ja, und genau das ist auch ein Knackpunkt, der die Kolleginnen und Kollegen von Coating Additives beschäftigt. Moment mal, unsere Hausfarbe? Nein, nicht eure Hausfarbe, sondern wie witterungsabhängig Fassadenfarben sind. Weißt du, frisch aufgetragene Farben, die müssen relativ lange trocknen und sind natürlich dadurch anfälliger für Wasser und Schmutz. Das neue Additiv TegoGuard 9000 schützt die Fassade aber schon beim Auftragen. Und wie, das erklärt uns jetzt unser Experte Oliver Peters. Mit der Zugabe dieses Additivs zur Farbformulierung wird eine Stabilisierung der Farbbestandteile ab dem Moment der Applikation gewährleistet und somit die sogenannte Quickset-Eigenschaft erzielt. Erreicht wird dieser Effekt durch den Aufbau elektrostatischer Wechselwirkung zwischen den Farbbestandteilen und einem polymeren Bestandteil des Additivs. Mit der Entwicklung dieses Produkts können wir uns deutlich von bisherigen Lösungen auf dem Markt differenzieren, da wir den Herstellern wieder mehr Freiheit bei der Formulierung innovativer Farben zurückgeben. TegoGuard 9000 ist somit die Lösung für witterungsunabhängige Fassadenfarben, um Gebäudeanstriche wieder planbarer zu machen. Sascha, du bist doch sicher ein richtig guter Kumpel, aber bist du eigentlich auch schon ein E-Buddy? Ein was? Ein E-Buddy? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? Naja, das ist eine interne Teams-Community bei uns, mit der sich Kolleginnen und Kollegen gegenseitig unterstützen. Das ist super hilfreich, weil du da zum Beispiel alltägliche Fragen rund um IT stellen kannst. Das kommt ja durchaus häufiger mal vor. Und innerhalb von Minuten Antworten bekommst. Oder du liest den IT-Tipp der Woche und findest Antworten auf Fragen, die dir bis dato gar nicht eingefallen wären. Zum Beispiel habe ich da gelernt, dass Evonik richtig spart, wenn ich ab und zu mal mein J-Laufwerk ausmiste. Ah, das J-Laufwerk ausmessen. Ja, das müsste ich auch mal wieder tun. Klasse. Aber wo finde ich das Ganze? Ja, du suchst einfach im Intranet nach eBuddy und dann kommst du auf die Seite mit den wichtigsten Infos. Es gibt übrigens auch gemeinsame Lunch- und Learn-Dates und sogar einen Adventskalender. Und jetzt erklärt uns Stefanie Sachs von der IT Academy, warum sie gerne ein eBuddy ist und verrät ihren Lieblingstipp. Als E-Buddy helfe ich gern anderen und teile mein Wissen. Das macht mir Spaß und auch ich kann dort Neues lernen. Die Wertschätzung und das Wir-Gefühl in unserer fast 5000 Mitglieder starken Teams-Community sind was ganz Besonderes. An der Stelle ein Dankeschön an alle E-Buddies. Ihr seid mega. Unser Motto lautet, alles kann, nichts muss. Vom stillen Leser, den aktiven Fragesteller bis hin zum E-Buddy, der sein Wissen mit anderen teilt. Jeder ist willkommen. Nun aber einer meiner Lieblingstipps. Die Tastenkombination Windows-Taste und Punkt öffnet ein Fenster mit Emojis, die man in Texten nutzen kann, um sie aufzulockern oder Aufmerksamkeit zu erregen. Probiert's aus! Bis bald bei den E-Buddies! Unsere Kollegin Christine Sassenhagen am Standort Essen-Goldschmidt-Straße hatte eine richtig gute Idee. Sie hat einen Marktplatz für ungenutzte Materialien ins Leben gerufen. Genau, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dort in einer Excel-Liste Dinge eintragen, die sie nicht mehr benötigen, die andere aber eben noch nutzen können. Die Idee ist so gut, dass sie sogar schon prämiert wurde. Und jetzt wird gerade daran gearbeitet, das deutschlandweit auszurollen. Hören wir uns doch mal ein konkretes Beispiel von ihr an. Bis zum nächsten Mittwoch, Nadine. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Also wir hatten bei uns selber eine Fehlbestellung im Magazin. Da wurden falsche Microchem-Anzüge bestellt, die wir nicht nutzen dürfen. Und an das Magazin wollte die, glaube ich, auch so nicht zurücknehmen. Oder es wäre Quatsch, weil die wurden schon geöffnet. Die große Verpackung wurden geöffnet, die waren auch einzeln eingeschweißt. Und dann habe ich die Betriebe halt über diese Plattform jeweils immer eine Person angeschrieben. Und ein Betrieb hat dann gesagt, ja, wir nehmen die, wir können die bei uns benutzen. Das kann man doch nicht alles wegschmeißen. Vielleicht braucht das irgendwie jemand noch. Evonik. Leading Beyond Chemistry.